Die Runde von Salzburg nach Süden zum Drathberg ist gut 90 Kilometer lang und man überwindet dabei rund 1750 Höhenmeter. Die Standardroute führt von St. Koloman die Drathbergstraße hinauf und auf gleichem Weg wieder hinunter, was mir aber zu langweilig ist. Bei der Fahrt zur Genneralm ist mir dann die Idee gekommen, zu versuchen, über den Wieslergraben zum Drathberg hinaufzukommen. Das kritische Stück liegt zwischen Wieslaralm und der Forststraße von der Moosangeralm. Laut den Wanderkarten führt hier ein Fußweg auf ca. 1 Kilometer rund 200 Höhenmeter nach oben. Laut offizieller Karte des Eichenvermessungsamts soll das sogar ein Traktorweg sein. Ich werde sehen, wer dann recht hat. Es wird jedenfalls ziemlich steil werden. Und wenn ich nicht hinaufkomme, dann kann ich die Tour zum Drathberg vergessen. Es ist jetzt 8:30 Uhr. Ich wechsle hier auf die linke Salzachseite. Wie man sieht, haben die Wolken den Wetterbericht nicht gelesen, denn für einen heiteren Tag hat das Wetter noch ziemlich viel Verbesserungspotenzial. Aber ich bin jetzt einmal zuversichtlich, dass sich das noch ändern wird und fahre weiter die Salzach aufwärts Richtung Hallein. Der Blick von der Königssee-Arche auf den angezuckerten Untersberg lässt sie ahnen. Das Einzige, was am Wetterbericht gestimmt hat, sind die Temperaturen von 4 Grad. Aber es soll ja mit dem Föhn noch wärmer werden, so 15 Grad. Dazu muss sich aber das Wetter noch deutlich ändern. Wie es aussieht, bläst der Wind, der mir hier als Gegenwind entgegenweht, Nebelschwaden über dem Passlueg ins Salzachtal. Während ich bei Kuchl vom westlichen aufs östliche Salzachufer wechsle, beginnt es langsam aufzuklaren. Es ist jetzt 10:45 Uhr. Ich stehe auf einer so Art Passhöhe auf der Straße zwischen Kuchl und Voglau. Das ist auch ziemlich exakt der Punkt, wo ich vor einem Jahr Mittagsrast gehalten habe. Jetzt weiß ich auch warum. Ich bin jetzt von ungefähr 400 Meter aus dem Salzachtal auf rund 800 Meter heraufgefahren. Das war jetzt alles im ersten Gang. Und dementsprechend geschafft bin ich jetzt auch. Und auch ich werde jetzt ein Käsebraut aus vorgezogener Jause essen. So gestärkt setze ich meine Fahrt Richtung Pichl fort. Im Pichl wird es dann ernst. Ich zweige links ab und folge der alten Postalmstraße nach Norden. Nach 300 Meter verlasse ich aber die Straße, der ich vor 1,5 Monaten Richtung Genneralm gefolgt bin, und zweige auf einen Forstweg Richtung Wieslergraben ab, der mich dann zum Drathberg hinaufführen sollte. Musik
Und schon am Anfang zeigt sich, warum der Wieslergraben Graben heißt. Es geht eine ziemlich enge Schlucht oder Klamm nach unten. Ich fahre jetzt gerade den Wiesler Graben entlang. Das ist jetzt wieder ein flacheres Stück und der sehr ruhige Forstweg führt ganz idyllisch einen Bach entlang, der teilweise mit imposanten Wasserfällen in die Tiefe stürzt. Eine richtig schöne und angenehme Strecke ist das hier. Mal schauen, ob ich aber auch hier bis zum Drahtberg hochkomme. Nach rund 3 Kilometer wird es steiler und in Kern windet sich die Forststraße den Hang hinauf. Knapp 2 Stunden nach dem Abzweig in Pichl erreiche ich die Wieslaralm. Thank you.
Es ist jetzt 2 Uhr. Ich bin jetzt auf dem Fußweg oberhalb der Wieselalm und werde jetzt einmal in der Sonne Mittagessen, meine Fischdose essen und das Panorama des gegenüberliegenden Dachsteins genießen. Es ist 2:30 Uhr. Ich habe jetzt Mittag gegessen. Da hinter mir ist der Weg, den die offizielle Karte des Eigenvermessungsamts als Traktorweg bezeichnet. Naja, sehr viel ist davon nicht übrig. Ich bin schon froh, wenn ich mein Rad hier rauf schieben kann, weil es praktisch die Direttissima den Hang hinauf geht und ich das Rad nicht tragen muss. Ich bin jetzt auf 1360 Meter, etwas oberhalb der Wiesler Alm und ja, muss jetzt noch gut 100 Höhenmeter auf diesem Weg zurücklegen, damit ich auf den nächsten Forstweg vom Drahtberg herüberstoße. Es ist jetzt 2:50 Uhr. Ich bin jetzt hier oben, laut Wegweiser etwa 10 Minuten vom Moosangerl entfernt. Da der Weg herauf war ja relativ abenteuerlich. Ich bin einfach immer dem ja, etwas größeren Weg gefolgt. Ab und zu hat man auch rot-weiße Wegmarkierungen gesehen, aber so wirklich sicher, ob das der richtige Weg ist, war ich mir nicht, weil auch mein GPS nicht besonders genau im Wald war. Aber ja, wie es jetzt aussieht, habe ich den Forstweg Richtung Drahtberg erreicht und jetzt fahre ich in diese Richtung weiter, auch wenn es ziemlich schlammig aussieht. Auf der Weiterfahrt genieße ich den Blick auf das fast 3000 Meter hohe, vergletscherte Dachsteinmassiv. Auf den Aufstieg zum 1757 Meter hohen Drahtberg verzichte ich dieses Mal. Da es immer mehr zuzieht, fahre ich die Drahtbergstraße hinunter Richtung St. Koloman und Hallein, von wo es entlang der Salzach zurück nach Salzburg geht.